Mein Herr, es ist mir so peinlich, dass wir das Boot verpasst haben. Nur um 45 Minuten und wieder nur meinetwegen. Passepartout, alles, was geschehen ist, war nicht abzuwenden. Und noch ist nichts verloren. Passepartout, haben Sie Vertrauen. Bisher konnte Mr. Fogg immer alles zum Guten wenden. Mr. Fogg, es ist das letzte Schiff, das eine Abfahrtsflagge gehisst hat. Henrietta, wie hübsch. Das Schiff steht immerhin schon unter Dampf. Heder, Captain! Wer da? Was machen Sie denn hier? Runter, wir legen gleich ab. Gute Frau, wir suchen den Kapitän der Henrietta. Wir bräuchten eine Passage nach Liverpool. Ich bin der Kapitän hier. Mein Andrew Selig hat mir die Henrietta vermacht. Es geht nach Bordeaux. Nun, wir müssen aber dringend nach Liverpool. Tut mir leid, ich sagte schon, es geht nach Bordeaux. Dann eben nach Bordeaux. Hauptsache Europa. Es ist dringend. Ich möchte das Schiff mieten. Keine Chance. Dann kaufe ich es. Ist nicht verkäuflich. Wie kommen wir zusammen? Gar nicht, gehen Sie von Bord. Ja, haben Sie denn keine Passagiere? Ich nehme nie welche mit. Auch nicht, wenn Sie mir $200 bieten. Ich biete Ihnen $2000. Für Sie? Für jeden dieser vier Passagiere. $8000. Das ist ein Wort. Aber egal, ob Sie pünktlich sind oder nicht, wir legen in einer Stunde ab. Wir werden pünktlich sein. $8000. Mon Dieu. Matrosen, lasst Speedy aus der Kajüte. Oh, achten Sie auf mich, mir wird ganz Angst. Pirat, Seeräuber, Meuterei, oh, lasst mich in den Hals durchschneiden. Ich biete Ihnen noch einmal an, Ihr Schiff zu kaufen. Oh je, meine Provision. Weh, kaufen, immer noch? Ich biete Ihnen $60000 und Sie können alles von dem Schiff behalten, was übrig ist, wenn wir in Liverpool ankommen. Übrig, hä? Abgemacht. 60.000. Und die Maschine darf ich nachher behalten? Die Maschine, den Rumpf und alles, was sich nicht verheizen lässt.
auch wenn sie ein Pirat sind. Matrosen, demontiert alles, was ins Feuer kann. Passepartout, helfen Sie mit. Und ich auch. Der englischen Boden unter den Füßen zu haben. Na, da werden wir. Männer, festmachen! Entschuldigen Sie mich, ich muss dringend etwas erledigen. Nun, dann danke ich recht herzlich und wünsche gute Weiterfahrt. Da, das ist er, der mit dem Hut. Das ist Fogg. Mr. Fogg, im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Ich bin Sergeant Bell und das ist Inspector Ford. Sie werden beschuldigt, die Bank of England um 55.000 Pfund erleichtert zu haben. Wie? Zeit verrinnt. Sie haben die Bank wirklich nicht ausgeraubt? Ich gebe es ja zu, dass ich auf den Strich gegangen bin. Man muss davon was leben. Aber die Geldbörse, die habe ich gefunden. Ehrlich. Verehrte Dame, ich bin ein redlicher englischer Gentleman. Jegliche kriminelle Energie liegt mir fern. Das leicht gesagt. Aber vielleicht müssen Sie sich ja auch bald nach der Decke strecken.
mein Herr, es ist alles gut. Wirklich überaus peinlich, Sir. Aber die Ähnlichkeit war frappierend. Der Dieb ist schon seit 3 Tagen festgesetzt. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Mr. Fogg. Es tut mir leid. Ich bin so froh, dass mein Herr Sie sprechen möchte. Seit wir gestern Abend angekommen sind, habe ich ununterbrochen vor seinem Zimmer Wache gehalten. Ich fürchte, er wird sich in seiner schlimmen Lage etwas antun. Mein lieber Passepartout, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Man hört so oft von Verzweiflungstaten in solchen Situationen. Vielleicht können Sie etwas ausrichten. Er kann Sie ja offensichtlich sehr gut leiden. Ach, meinen Sie? Er hat sich aber nie darüber geäußert, dass er mir mehr sein möchte als ein guter Freund. Zwar hat Mr. Fogg mir zu verstehen gegeben, dass er mich nicht länger beschäftigen kann. Da ich mir allerdings einen großen Teil der Schuld daran gebe, dass wir zu spät sind und die Wette verloren haben, und das nur wegen lumpischer 5 Minuten, kann ich ihn nicht im Stich lassen. Ich sage ihm Bescheid, dass Sie im Salon sind. Mr. Fogg! Madame, ich möchte Sie sprechen, weil ich mich entschuldigen möchte. Ich habe Sie aus Indien bis nach England mitgenommen, als ich dachte, ich wäre vermögend. Der Plan war, Ihnen ein glückliches Auskommen zu ermöglichen. Doch nun reiße ich Sie mit mir ins Verderben. Ich bin ruiniert. Ich weiß, Mr. Fogg. Und ich trage auch einen Teil der Schuld daran. Immerhin haben Sie bei meiner Befreiung kostbare Zeit geopfert, die Ihnen offensichtlich am Ende gefehlt hat. Auf keinen Fall konnte ich Sie in Indien lassen. Keiner dieser Fanatiker hätte je wieder Hand an Sie legen dürfen. Aber Sie haben weit mehr getan, als mich zu retten. Das wäre nicht Ihre Pflicht gewesen. Die Pflicht eines englischen Gentlemen. Ja, ja, ich weiß. Nun, sobald ich meine Angelegenheiten geregelt habe, werde ich Ihnen die kläglichen Reste meines Vermögens zu Füßen legen, damit Sie darüber verfügen können. Und was ist mit Ihnen? Ich, Madame, bedarf nichts mehr. Aber haben Sie denn keine Freunde? Keine. Oder Verwandte? Nein, keine. Kann es denn sein, dass Sie niemanden haben, mit dem Sie Freud und Leid teilen, dem Sie Ihr Herz ausschütten können? Aber wie wollen Sie dann Ihr grausames Los ertragen?
habe keine Wahl. Doch. Die haben Sie. Möchten Sie eine Verwandte und Freundin zugleich? Dann heiraten Sie mich. Madame, ich hätte nie gedacht, dass Sie... Ich liebe Sie. Schon im indischen Dschungel hat Ihnen mein Herz gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hoffen könnte. Ich wollte Ihre Situation doch nicht ausnutzen. Doch, ich bin ganz der Ihre. Oh, Phileas. Madame? Oh, Verzeihung. Passepartout, bitte bleiben Sie. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Alles, mein Herr. Wenn es nicht zu spät ist, dann laufen Sie zur Hochwürden Wilson von St. Mary Le Bone und bitten Sie ihn, eine Trauung zu arrangieren. Für so etwas ist es nie zu spät. Und wenn ich ihn aus dem Bett klingeln muss, für wann? Für morgen? Ja, für morgen. Famos. Morgen, Montag. Morgen, Montag. L'amour. Oh, wie spät ist es? Ich habe die Zeit vergessen. Mein Herr! Mein Herr! Die Trauung klappt morgen nicht! Wieso? Ist Hochwürden Wilson etwa krank? Nein, weil morgen Sonntag ist. Es ist unmöglich. Heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Nein, morgen ist Sonntag. Ich habe es von Hochwürden Wilson persönlich erfahren. Aber wie das? Wir haben uns um einen Tag geirrt. Das kann nicht sein. Die Datumsgrenze. Das muss es sein. Wir sind immer ostwärts gegen den Lauf der Sonne gereist und haben, da wir die Erde umrundet haben, einen ganzen Tag gewonnen. Oh, Phileas, dann hast du ja noch 10 Minuten Zeit. Schnell! Eine Droschke! Eine Droschke! Meine Herren, das Ding ist gelaufen. Es ist der 21. Dezember, 8.44 Uhr. Sie glauben doch selbst nicht, dass Fogg jetzt noch auftaucht. Wer weiß, es ist noch eine Minute. Sie kennen Fogg. Er ist hundertprozentig zuverlässig. Es wäre ein Wunder, meine Herren. Ralph, glauben Sie noch daran? Mhm. Aber denken Sie doch an die Widrigkeiten der Reise. Das Paketboot aus New York ist auf jeden Fall eingelaufen, ohne dass Mr. Fogg an Bord war. Es sind noch 10 Sekunden. Er hat verloren. Meine Herren, spielen wir eine Partie Whist. Wir haben ja ein schönes Sümmchen gewonnen. 5, 4, 3, 2. Guten Abend, die Herrschaften. Fogg! Sie Teufelskerl! Setzen wir uns, meine Herren, und spielen wir eine Partie Whist. Das Finanzielle regeln wir morgen. Ja, wer gibt? Thank you.
Schütze Phileas Fogg. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Wie heißt der Franz mal nochmal da? Dieser Diener von dem Fock? Ah, Passepartout. Oh, hey, Passepartout, komm her. Fix, du auch, du altes Haus. Ja, komm. Ich danke für den Gin. Ja, ein köstliches Stöpfchen. Davon wird man ganz fröhlich. Hey, du, sag mal, Pressmann, kann man deinen feinen Mr. Fogg eigentlich auch mal besuchen? Ja, Ben will ihn für den Gewinn der Wette danken. Ja, so ist es. Ja. Tut mir leid, mein Herr will derzeit nicht gestört werden. Er ist frisch verheiratet. Oh! Jetzt, meine Damen und Herren, was sind wir an der Reihe? Die nächste Runde geht auf uns! Genau! Schließlich hat sich mein Herr nicht lumpen lassen. Den Gewinn, der nach Abzug der Unkosten übrig geblieben ist, hat er zwischen uns aufgeteilt. Oh. Ein Mensch von unvergleichlichem Großmut. Er hat mir nicht nur verziehen, sondern sogar 500 Pfund gegeben. Oh. Jawohl, und mir auch 500. Na, dann sind Sie ja eine richtig gute Partie. Da könnte ich ja glatt drüber hinwegsehen, dass Sie ein Franzose sind.